Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Verdammt, ich bin langsam. Wir wollen hier schnell durch, also dashen wir mal eine Runde. Und, ja, ich gehe hier viel aus dem Weg. Hey, was sagst du mir? Hast du den großen Wasserfall im Osten gesehen? Ist der nicht unglaublich? Das wird der, also das werden die Historiefälle genannt. Ja, und hier wollen wir mal eine Runde laufen. Aha. Und es kommt ein Frosch aus einem riesigen Loch raus. Der Frosch hat irgendetwas hinterlassen. Tod bekommen. Ein, ich glaube, Schwarzmagie-Zauber. Ja. Und dann geht das Loch natürlich auch direkt wieder weg, als wäre nichts geschehen. Ja, natürlich. Was sagst du mir? Das Erdbeben hat die Straße zum Wasserfall blockiert. Ja, sehr schön. Ich bin ziemlich sicher, dass dort wieder etwas ist hinter einem Wasserfall. Das wäre schon der zweite in diesem Spiel. Ein Monster, das aussieht wie ein seltsamer alter Mann, wandert im Wald im Osten umher. Er trifft dich mit Donner. Ja, schon platt gemacht. Was sagst du mir? Du solltest nicht mit dem Schaf oben in der linken Ecke reden. Sie tritt auf die Leute. Ah, dann nehme ich es mal von hinten. Hey, welch Angewohnheit. Hier, steck dir mal. Oder auch nicht. Seid ihr diejenigen, die auf der Reise sind, um die Kristalle zu schützen? Ja. Dann nehmt dieses Lied. Liebeslied ist ein Lied über zärtliche Gefühle. Ach. Und es beschwichtigt Monsterherzen. Hm, dazu muss ich erstmal die Herzen aus den Monstern rausholen. Das mache ich hier am liebsten. Ich bin Hobbymetzger. Da ist bestimmt irgendwas hinter dem Wasserfall versteckt. Ja, da wette ich auch meinen Lurchi drauf. Was ist es? Eine Groß... Nee, das ist, was meine Groß... Nee, Urgroßmutter sagte. Du siehst auch aus, als hättest du ihre Geburt miterlebt. Ja, das wär's soweit, was ich hier machen wollte. In den Läden gibt es nicht viel, außer... in dem Rüstungsladen ist es, glaube ich, gibt es furchtbar teure Ringe, aber die kann man auch noch später kaufen. Und ansonsten keinen neuen Zauber, keine gescheite Ausrüstung. Nicht! Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ah, jetzt gucke ich erstmal auf die Karte. Denn es gibt noch ein weiteres Dörflein, was wir erkunden können, bevor wir mit dem Plot fortfahren. Dann hätte ich nämlich soweit alles erledigt und ich möchte hier nichts unerledigt lassen. Und hier kommt man lediglich... Oh, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Ich meine, hier kommt man nur mit dem violetten Schwarzschokobo her. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man hier später mit einem anderen Fluggefährt noch landen kann. Weil ja alles mit Wald bedeckt ist. Da wollen wir mal erstmal besuchen. Dörfchen von Nix. Hey, wie geht's hier? Hey, Barz, oh meine Güte, Barz ist zurück! Wir wohnen hier also, unser Heimatdörfchen. Da gehe ich doch nicht jetzt in, um zu pennen. Barz, du bist so auf so einer langen Reise. Nun, willkommen zurück zu deiner Heimat. Bleib so lange du willst. Ja, da kannst du aber Gift drauf nehmen. Oder so ähnlich. Barz, du siehst so erwachsen aus. Aha, ich war hier so 50, 60 Dekaden weg, glaube ich. Barz, du bist nach Hause gekommen. Ich habe auf dich so lange gewartet. Würdest du mir zuhören, was ich dir zu sagen habe, wenn deine Reise zu Ende ist? Oh. Wenn Lenner mich abblitzen lässt, weiß ich ja, wo ich Trost finden kann. Eine Krankheit. Dein Vater ist krank geworden. Ich sehe aber, du musst stark bleiben. Okay. Hey, bleib stehen. Hey, Barz, ich bin's. Ich wünschte, wir könnten wieder zusammen... spielen? Oh, falsche Stimme. Hey, Barz, ich bin's. Ich wünschte, wir könnten wieder zusammenspielen wie in den alten Tagen. Sieht so aus wie einer der Inzestbuben vom Gelehrtenstrich. Aus der antiken Bibliothek. 19! Fertig oder nicht? Ich komme! Wer ist das denn? Ein kleines Bübchen. Hier wird er mich nie finden. Also ich frag mich gerade nur, wie der auf dieses hohe Haus gekommen ist. So schwupps hochgesprungen. Iron Man mit Raketenboots. Oder was? Und wer ist das überhaupt?
Wir wissen, wer das ist. Sag mir, wer du bist, Bube. Und warum? Na, ich frag nicht, weshalb er da die ganze Nacht auf dem Haus bleibt. Hey, irgendjemand! Hilfe! Hört ihn niemand? Selbst schuld, dass er so lange oben geblieben ist, bis alle ins Bett gehen. Eltern gucken nicht mal nach. Ist klar. Ich erinnere mich, so hast du Höhenangst gekriegt. Okay. Dann war das Bartz? Wir waren so unschuldig damals. Ich kann gar nicht glauben, dass ich nun studiere, um ein Gelehrter zu werden. Ja, unschuldig, ich glaub's nicht. Okay. Warum hat Bartz denn jetzt, brünette Haare? Färbt er sie mit seinem Chocobo-Dung oder sowas? Da ist ein Bade, der in deinem Haus lebt. Was? Ein Bade lebt in meinem Haus? Oh, den schmeiß ich raus. Wie kann er es wagen, hier mein Haus zu akquirieren, während ich weg bin? Ich krieg nicht mal Miete von dir. Du bist derjenige, der hier in diesem Haus lebte. Das muss eine Menge Erinnerungen für dich wiederbringen. Fühl dich frei, hier rumzugucken. Hey! Hey! Das ist mein Haus! Verschwinde von hier! Ihr Pauz! 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 Hau ab, verdammt! Aber erst gucke ich mir das hier an. Hey. Hey. Tu was. Mach was. Oh, es spielt schöne Musik ab. Ist sie nicht schön? Bartz hatte damals auch grüne Haare. Wahrscheinlich von der Mutter. Chocobo-Dung, eindeutig. Bin ich mal gespannt, wann es wieder grün werden, da Shoboko ja nicht dabei ist. Schläft er? Schatz, wirst du wieder auf eine Reise gehen? Oh Gott, der Text bewegt sich von selbst. Nein, ich werde dich nicht verlassen. Meine spastischen Anfälle haben etwas abgeflaut, aber ich möchte, dass wir zusammen als Familie von jetzt an leben. Arme Mutter, sie hat Krankheit. Ich weiß. Nun, lass ins Bett gehen. Wir müssen uns stärken. Danke, lass mich nur eine Sache tun, die ich noch erledigen muss. Den Abwasch? Du wirst gehen, wirst du nicht? So, also warst du wach. Du wirst uns wieder vor den bösen Leuten beschützen, oder? Nun, das ist Papas Arbeit. Nimm ich mit. Du bleibst hier im Haus mit deiner Mutter und du wirst dies als Geheimnis von ihr bewahren, wirst du nicht? Okay. Okay, er will also in einer Nacht- und Nebelaktion wieder abdampfen. Nun, Zeit fürs Bett. Stella, wir müssen uns auch ausruhen. Hä? Stella? Wo ist denn dann ein anderes Bett, wo sie hingehen wollten? Stella! Oder schlafen die immer auf dem Fußboden?